Jeder von uns hat irgendwelche Wünsche und Träume im Leben. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du es schaffst, deine Wünsche und deine Träume nicht nur ernst zu nehmen, sondern auch wirklich ernsthaft zu verwirklichen. Weil es ist wirklich sehr schade und sehr traurig. Mich berührt es immer wieder. Ich führe jede Woche mit so vielen Menschen Gespräche. Und wenn ich sie darüber interview, kann man fast sagen, was es ist, was sie sich wünschen, was sie erleben wollen, was für ein Leben sie führen wollen, wie sie sich vielleicht selbst erleben wollen im Leben, dann merke ich immer wieder, dann gibt es sowas wie so ein inneres Seufzen. Und vielleicht kennst du das auch, so ein Seufzen wie, ja, das würde ich gerne. Und da ist so ein Nachklang drin wie, ich weiß aber nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich es realisieren soll. Ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. Und deswegen ist es auch so, dass viele Menschen, wenn sie über ihre inneren Veränderungswünsche nachdenken, oftmals das Gefühl haben, sie kommen nicht vorwärts. Und vielleicht kennst du das auch. Und wenn ich dann frage, wie lange wünschst du dir das dann schon? Wie lange möchtest du dann schon etwas bewegen in diesem Bereich? Wie lange möchtest du schon etwas anders machen? Dann kommt oftmals die Aussage, mehrere Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Und vielleicht, wenn du in dich hineinspürst, merkst du auch, da gibt es Dinge, die du verändern möchtest, in deiner Beziehung beispielsweise, vielleicht aber auch in der Beziehung zu dir selber, dass du merkst, du gehst mit dir selber nicht so um, wie du mit dir umgehen möchtest. Du bist vielleicht zu hart zu dir, du hast vielleicht keinen guten Zugang zu deiner Intuition, du hast vielleicht keinen guten Zugang zu deinem Herz, du hast nicht die Quelle für Mut oder für Kraft in dir gefunden, um das zu realisieren, was du gerne möchtest. Vielleicht aber auch in deiner Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, wo du merkst, Mensch, hier wäre so viel möglich, wenn ich mich vielleicht trauen würde, das und das in die Kommunikation zu bringen. Hier wäre so viel möglich, wenn man in einen anderen Austausch, in eine andere Begegnung geht. Oder wenn du keinen Partner hast, hier wäre so viel möglich, wenn du einen Partner hättest. Wenn du dich also sozusagen in die Welt begibst mit diesem Vorhaben, eine wirklich erfolgreiche, eine erfüllte Beziehung zu führen und dann auch zu schauen, wie kann ich so etwas kreieren und nicht nur die vielleicht alten, schmerzvollen Erfahrungen im Vordergrund hättest. Denn es gibt ja viele Menschen, die sind heutzutage alleine, die leben als Single, weil sie einfach keine schlechten Erfahrungen mehr machen wollen, weil sie schlechte Erfahrungen gehabt haben in der Vergangenheit und nun für sich persönlich sagen, naja, dann bleibe ich vielleicht lieber alleine oder ich brauche keinen Menschen, ich möchte einfach, ja, ich möchte nicht mehr, dass man mir wehtut und so, haben sie sich verschlossen. Und genauso ist es im Bereich des Geschäftlichen, des Businesses. Das muss gar nicht das eigene selbstständige Business sein. Das kann auch einfach die erfüllte Laufbahn eines Angestelltenlebens sein. Das muss es ja alles geben. Alles spricht immer nur von dem großen Businessaufbau, dem Selbstständigen, dem Unternehmertum. Aber es ist doch genauso berechtigt, als Angestellter zu arbeiten und sagen, ich möchte aber erfüllt sein. Ich möchte einen Platz haben, wo ich gut wirken kann. Ich möchte ein Gehalt haben, mit dem ich gut leben kann. Ich möchte ein gutes Auskommen haben und ich möchte dort Entwicklungsperspektiven haben. Aber auch das ist sehr stark davon abhängig, dass du die Kraft in dir findest, Dinge zu realisieren, dass du die Kraft in dir findest, einfach eine Perspektive für dich zu schaffen und für dich aufzubauen. Und dann natürlich der Selbstständige, der Unternehmer, der einfach ein Business errichten möchte, der die Herausforderung annimmt, ganz eigenverantwortlich etwas aufzubauen und zu kreieren, wo unwahrscheinlich viele Dinge schiefgehen können. Und ich kenne persönlich viele, viele auch Coaches, Berater, Trainer, Experten, die einfach nicht wirklich weiterkommen, weil sie auf irgendeiner Ebene sich selber im Weg stehen. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was das für Dinge sind, die uns da oft im Weg stehen, wie man diese Dinge aus dem Weg räumen kann oder transformieren kann oder vielleicht noch besser gesagt integrieren kann, sodass sie letztendlich für dich keine störende Belastung mehr im Leben sind, keine Blockade mehr im Leben sind. Und der erste ganz, ganz wichtige Punkt, wo wir uns einfach verständigen müssen an der Stelle ist, es ist keine Strategie, es ist kein Tool im Außen, was dir irgendwie fehlt. Es ist in aller Regel nicht mal irgendeine Technik, sondern es ist eher der Zugang zu dir selber. Also dieses Gefühl, was du
für dich selber bekommen musst, um gute Entscheidungen treffen zu können. Weil für alles, was wir im Leben letztendlich machen oder verändern wollen, brauchen wir diese Kraft der Entscheidung. Wir brauchen die Kraft, für uns selber zu wissen, was wir wirklich, wirklich wollen, um dann für uns eine gute Entscheidung treffen zu können. Und das ist das, was bei vielen Menschen am Anfang einfach fehlt. Für mich ist sehr selbstverständlich geworden durch mittlerweile eine Arbeit von über 30 Jahren mit Menschen, dass wenn wir über ein Ziel nachdenken, über einen Veränderungswunsch nachdenken, dann geht es immer darum, dass wir erst einmal herausfinden, was ist es denn überhaupt, was wir da wirklich wollen? Ja, was ist es, was wir nicht wollen und was ist es, was wir wollen? Diese beiden Dinge müssen klar sein. Das heißt, auf der einen Seite, wo setze ich Grenzen zu dem, wo ich Nein sagen möchte? Auf der anderen Seite, wo mache ich Grenzen auf oder besser gesagt, überschreite ich Komfortzonen, um für mich persönlich neue Universen sozusagen zu erschließen in meinem Leben? Und daran erkennt man auch, ob ein Mensch wirklich weiß, was er will, indem man hinschaut, wo setzt er diese Grenzen und kann er diese Grenzen setzen. Weil viele Menschen glauben, sie wissen, was sie wollen. Aber wenn man dann im Alltag schaut, dann merkt man, Mensch, aber sie tun eigentlich nicht das, was dazu gehört. Also sie gehen nicht in die Richtung ihres Ziels oder sie setzen da keinen Stopp, wo letztendlich jemand vielleicht sogar oder etwas oder eine Situation konträr zu dem Ziel läuft. Und dort genau anzusetzen und zu gucken, okay, was will ich denn da? Und zwar so mit dem Blickwinkel, wenn überhaupt nichts schief gehen würde. Verstehst du, wenn du Mamas Segen hättest, Papas Segen hättest, dem großen Papa Segen oder der großen Mama Segen, wenn du wüsstest, du wirst gefördert, du bist auf diesem Weg wirklich beschützt und sicher und du wirst auch keinen Menschen verletzen oder enttäuschen, keiner wird sich abwenden, du wirst dich beschämt, gar nicht, sondern du wirst wirklich gefördert. Und was ist es dann, was du wirklich realisieren möchtest? Also was ist das, was du dann erreichen möchtest? Was ist es, was du dann anpackst? Und das kann man natürlich mental erforschen und das bringt mit den richtigen Fragen schon sehr, sehr viel Erkenntnisse, aber noch viel besser. Und das ist etwas, was mein Leben verändert hat und was wir in unserer Inner Change Experience ja auch extrem in den Vordergrund stellen, dass du nicht nur darüber nachdenkst, sondern dass du wirklich körperlich erforscht und körperlich herausfindest, was ist denn das, was für dich stimmig ist? Weil das ist ja nochmal was ganz anderes. So eine innere Stimmigkeit hat ja was mit Intuition zu tun, mit so einem tieferen Wissen. Und vielleicht weißt du das und hast du es auch schon öfter erlebt, dass sich dein Kopf schon ein bisschen in die Irre führt manchmal. Dass der Kopf das eine will, aber man merkt dann im Nachhinein, das ist eigentlich gar nicht das, was man wirklich braucht. Das ist gar nicht das, was einen wirklich glücklich und zufrieden stellt. Und so ist es natürlich nicht nur wichtig, sich immer wieder die Frage zu stellen, ist denn das, was ich dort anstrebe, jetzt auch etwas, was mich wirklich glücklich macht, sondern es ist auch wichtig, das körperlich wirklich zu erforschen, wie es sich anfühlt, weil, schau, unser Körper ist in der Lage, uns jede Antwort zu verraten. Und es ist sehr schade, dass wir im Laufe unseres Lebens darauf gar nicht vorbereitet wurden. Es gibt in der Schule kein Fach Körperwahrnehmung. Es gibt kein Schulfach Stimmigkeit herausfinden. Ich habe das jahrelang gebraucht, von der Entwicklung her da überhaupt reinzukommen. Und ich bin so dankbar heute, wenn ich mit Menschen arbeite und die mit unserem Embodiment beispielsweise arbeiten, zu merken, wie schnell sie aus ihrem Körper heraus Antworten bekommen, wo sie nicht mehr drüber nachdenken müssen. Und das weißt du ja auch, wenn wir viel drüber nachdenken müssen, ist auch immer gern dieser Zweifler da, ne? Der sagt, ja, aber vielleicht auch nicht und was ist es vielleicht dann doch nicht oder vielleicht müsste es anders sein oder wie auch immer. Und das ist so wichtig, dass wir diesen Zweifler aus uns herausbekommen, dass wir ihn integrieren als ein Teil von uns, der nicht genug weiß. Er weiß einfach nicht genug. Er stellt alles in Frage. Und wenn du alles in Frage stellst, kommst du nicht vorwärts. Also auf dem Weg
in die Umsetzung zu kommen, auf dem Weg in die Kraft zu kommen, auf dem Weg in die Veränderung zu kommen für dein Leben, brauchst du eine unglaubliche Klarheit, die auf innerer Stimmigkeit basiert, weil ansonsten wirst du durch deine Gedanken, die wieder kommen und die alten Glaubenssätze, die vielleicht dann doch noch stärker sind, eben halt doch wieder davon abgebracht. Und das ist die Situation, die du vielleicht kennst, dass wir im Leben manchmal vormarschieren und dann haben wir das Gefühl, wir werden wie so von so einem Gummiband zurückgezogen. Ja, so der Kopf zieht einen wieder zurück in das alte, zweifelhafte Dasein, wo diese Fragen wie, ja, kann ich das und bin ich dann auch genug dafür oder gibt es nicht andere, die besser sind oder wie auch immer, wo das einfach im Vordergrund steht und überwiegt. Und das ist sehr schade, weil meine Erfahrung ist die, dass die meisten Durchbrüche im Leben oder die meisten Karrieren, aber auch die meisten wirklich einfach nur tollen Lebensveränderungen nicht zustande kommen, weil sie gar nicht erst richtig begonnen werden. Also weil wir es im Kopf schon vorher wie zerdenken, kann man fast sagen. Und uns dadurch natürlich die Kraft nehmen, das in die Umsetzung zu bringen. Und das ist sehr schade, weil es gibt Menschen, ich beobachte das jeden Tag in meiner Arbeit, die einfach das auch noch kennen, die kennen auch noch den Zweifler, aber es gibt eine innere Stimme, die lauter geworden ist, ja, wenn du weißt, was ich meine. Also eine Stimme, die einfach intensiver und lauter und klarer geworden ist, die sagt, ja, okay, da ist dieser Zweifel, aber ich weiß genau, es steckt in mir, ich kann das. Und ich weiß vor allen Dingen eins ganz genau, wenn ich es jetzt nicht anpacke, es wird mir keiner abnehmen, ich werde diese Erfahrung nicht machen und ich werde diesen Veränderungsprozess nicht machen können. Und die Inner Change Experience ist gesetzt genau da an, wo Menschen normalerweise rauskippen, wieder aus ihrer Umsetzung, aus ihrem persönlichen Durchbruch, aus ihrem Vorankommen, weil sie einfach verkörpern hilft, was du willst. Okay? Und zu verkörpern, was du willst, bedeutet an der Stelle, dass du eine andere Haltung innen drin gewinnst. Du hast eine andere Ausstrahlung, eine Ausstrahlung, die passt zu dem, was du aufbauen willst. Eine Ausstrahlung, die bekräftigt sozusagen, was du erschaffen willst. Und dieses Bekräftigen ist für dich wahrer Antrieb. Ja, es ist so dieses Feuer letztendlich, was in dir brennt für deinen Wunsch, für dein Ziel, für deine Leidenschaft, für dein Projekt, für das eben halt, was du realisieren möchtest, ob das privater Natur ist, Beziehung ist oder ob das dein Businessprojekt ist. Und ohne dieses Feuer ist es eben halt so, dass wir oft beim ersten Gegenwind, und das kennst du, einknicken, ja, dann kommen wieder diese Zweifel und dann sitzt man wieder da und überlegt sich, ja, ist das jetzt das Richtige, ist das überhaupt möglich, kann ich das und so weiter. Und das ist dann natürlich etwas, was dir die Kraft nimmt und das ist dann auch etwas, was wir relativ schnell emotional spüren. Das heißt, wo wir emotional wie ein bisschen aus der Kurve kippen. Deswegen ist der zweite wirklich große Schritt in diesem Bereich, ja, dass wir lernen, mit unseren Emotionen gut klarzukommen, die ganz normal entstehen, wenn wir zum Beispiel über unsere Komfortzone hinausgehen wollen. Das ist fast so ein bisschen wie, und das weißt du, das kennst du aus deinem Leben, dass man in dem Moment, wo man an die Komfortzone herankommt schon, da schnürt manchmal den Hals zu oder es dreht sich der Magen um und man macht mal so einen Abbieger, vielleicht doch erstmal nochmal zum Kühlschrank gehen oder nochmal eine andere Tätigkeit tun oder nochmal den alten, gewohnten Weg gehen oder wie auch immer, weil wir einfach auch von unseren Nervenbahnen auf Gewohnheit getrimmt sind und das dann in dem Moment mehr Sicherheit gibt. Und darum geht es oftmals, dass wir diese Sicherheit finden, das tun zu können, was wir eigentlich tun wollen. Und ein Großteil unserer Arbeit mit Menschen, ganz egal, ob das im Business-Training, in unserer Ausbildung zum Coach ist oder auch im ganz täglichen Transformationsbereich, ist, dass wir verstanden haben, dass Menschen Sicherheit brauchen und Verbundenheit brauchen. Und wenn du das Gefühl hast in deinem Leben, dass du, wenn du etwas tust, dass es dich die Sicherheit kosten könnte oder womöglich die Verbundenheit, also die Anerkennung von deinem lieben Umkreisfeld und so weiter, dann
fangen wir sehr schnell an, schwach zu werden. Dann fangen wir sehr schnell an, nicht mehr weiterzugehen. Dann fangen wir sehr schnell an, eben halt doch wieder auf gewohntem Pfad zu bleiben. Und das wirst du mit Sicherheit wissen aus verschiedensten Bereichen aus deinem Leben. Und jetzt geht es darum, dass wir durchbrechen können, also diesen Inner Change schaffen, diesen Wechsel schaffen, ja, diese Erfahrung, diese Experience, deswegen Inner Change Experience, diese Erfahrung machen von diesem Switch in unserem System, dass wir plötzlich in der Lage sind, Dinge zu machen, die wir vorher so in der Form noch nie gemacht haben und trotzdem uns dabei sicher fühlen, trotzdem uns dabei verbunden fühlen. Und der Trick dabei ist, beziehungsweise das Ergebnis der Arbeit ist, dass du diese Sicherheit eben halt dann nicht mehr durch etwas Äußeres brauchst, zum Beispiel durch den Zuspruch oder die Anerkennung von einem Freund, Bekannten oder deinem eigenen Partner oder den Eltern, sondern dass du diese Sicherheit in dir selbst findest und in dir selbst kreierst, kann man fast sagen. Es ist keine Suche, es ist eher ein Erschaffen. Durch zum Beispiel unsere Embodiment-Arbeit hast du die Möglichkeit zu erschaffen, Grundlagen der Sicherheit und des Vertrauens in dir, die dir einfach sowas wie einen Boden geben, auf dem du wirklich feststehst. Und das ist doch das, wenn du reinfühlst, was uns oft fehlt, wenn wir neue Wege gehen wollen, dann fehlt uns oft so dieser sichere Boden. Das ist so ein bisschen wie Glatteis erst und dann, wenn dann noch ein schlechtes Feedback kommt aus dem Markt oder aus dem Bekanntenkreis, dann knicken wir sehr schnell ein. Und das ist ja nicht, das ist ja nichts Geplantes, nichts Böses oder wie auch immer, sondern es ist einfach so was wie, oh, ja, ich werd schwach irgendwo. Es sinkt in mir so ein Stück zusammen und dann kommen noch Zweifel dazu und dann merke ich wieder, wie mein Kopfkino und mein emotionales Theater dafür sorgt, dass ich nicht in die Richtung gehe, in die ich eigentlich weitergehen möchte. Und das genau zu verändern, ist, glaube ich, das wichtigste Ziel für uns Menschen, weil wir sonst nicht wachsen, weil wir sonst immer in diesen gewohnten Mechanismen bleiben und wenig Möglichkeiten haben, überhaupt jemals das zu erreichen, was wir wirklich wollen. Und wenn wir aber, und das ist das Wunderbare, das könnte bei dir sehr wichtig sein, wenn wir es schaffen, diese Stabilität hier oben zu haben, dass unser Zweifler uns nicht mehr abbringt. Wenn wir es schaffen, diese Stabilität über die Körperbasis im Leben zu finden, dass wir innerlich, körperlich spüren, eine Sicherheit, eine Verbundenheit, unabhängig davon, was gerade draußen so um uns herum ist, dann sind wir in der Lage, und das wird jetzt richtig spannend, dann sind wir in der Lage, etwas anzugehen und etwas zu können, was wir sonst vorher nicht können, das ist unsere alten Muster wirklich auflösen. Unsere alten Identifikationsmuster auflösen, die uns so eine Scheinsicherheit im Leben geben, mit der wir glauben, einigermaßen klarzukommen. Und dort liegt auch unser Perfektionist, dort liegt auch unser Kritiker, dort liegt all das, was uns stresst, all das, was uns anstrengt, all das, was das Leben nicht so leicht macht, weil wir so sehr im Widerstand sind, oftmals mit uns selber, im Kampf mit uns selber oder mit den Dingen, mit den Umständen, die um uns herum passieren. Und der große dritte Schritt auf deinem Weg muss sein, dass du löst genau diese alten Muster, die dich da so gefangen halten, weil das bedeutet für dich dann wirklich so eine Pforte zur Freiheit. Eine Freiheit, die dir Möglichkeiten aufzeigt, die du dir im Moment so gar nicht vorstellen kannst. Warum ist das so? Ganz einfach, weil in dem Moment, wo der Zweifler stumm ist, hast du Ruhe in deinem Kopf. Das heißt, es kann ungestörte Kreativität entstehen. Du kriegst einen Zugang zu dem, was es in dir will. Das ist auch im Business oftmals ein Moment, wir merken das bei uns im Programm, wo Menschen, die eine Ausbildung bei uns gemacht haben, die sich weiterentwickeln, nochmal sowas wie so eine Umpositionierung haben oder so eine, ja, erweiterte Form von Positionierung, weil so eine Ruhe einkehrt, eine Ruhe, die wie eine Quelle freigibt, eine Quelle für Inspiration ist vielleicht der richtige Begriff. Also etwas, was aus dir heraus dann neu entstehen kann, etwas, was aus dir heraus wächst, etwas, was nur so deins ist, was oftmals übrigens sehr, sehr viel
mit deiner eigenen Entwicklung, mit deinem eigenen, vielleicht sogar Schmerzpunkt zu tun hat. Ich sage ja oftmals an der Stelle auch, dass so unsere eigene Wunde, ja, da liegt eigentlich das größte Wunder. Aber schau mal, wir gehen halt einfach nicht hin an diese Wunde, wenn so viel Kopf noch da ist, der uns Angst macht und so viel Zweifel. Der Kopf sagt, das überlebst du nicht, ja. Und wir gehen auch nicht hin zu dieser Wunde, wenn so viele emotionale Wellen noch da sind, die man nicht surfen kann, mit denen man nicht umgehen kann. Wenn du noch nicht mit deinen Ängsten umgehen kannst, noch nicht mit deiner Trauer umgehen kannst, noch nicht mit deiner Wut und all dem, was da ist, dann wirst du dich auch nicht hinwagen an solche Orte, wo auf dich diese ganz großen Geschenke warten, weil da ein Großteil deiner Energie noch wie eingesperrt und wie gebunden ist sozusagen. Wenn du aber diese ersten beiden Schritte tust, dann findest du für dich die Kraft, das zu wagen und das zu tun. Und das hat dann den für dich großen Effekt, dass du dort diese verborgenen Energien findest, die, wonach du dich eigentlich sehnst, ja, die du zurückhaben willst, die du wieder in die Welt bringen willst. Und da findest du oftmals nochmal eine ganz andere Form von Positionierung, eine ganz andere Form von Angebot, das du der Welt machst. Ganz egal, ob das jetzt ein Business-Thema ist oder ein privates Thema, weil wir positionieren uns ja auch in einer Beziehung. Ja, wir machen uns in einer Beziehung sichtbar oder unsichtbar. Es ist alles immer das Gleiche. Die Begriffe, die wir kennen, zum Beispiel aus dem Coaching-Business, sind Begriffe, die gehören genauso in eine Beziehung. Wir müssen Position beziehen in einer Beziehung. Wir müssen uns sichtbar machen mit dem, was in uns echt ist, was in uns authentisch ist in einer Beziehung. Sonst kann es nicht gelingen. Wir müssen in eine Art Kommunikation gehen, wie Marketing. Wofür stehe ich? Was ist meine Beziehungsbotschaft? Was ist meine Marketingbotschaft? Da ist nicht viel Unterschied. Und wenn ich das einmal kann und wenn ich auf diesem Weg bin und diese Festigkeit habe und meine uralten Muster, die mich immer wieder da rausgeschmissen haben, du weißt genau, du kennst mit Sicherheit viele deiner Muster, die dich immer wieder abgehalten haben. Wenn ich das einmal für mich wirklich geklärt habe, dann ist es völlig egal, ob es um meine Beziehung geht, um meine Kindererziehung geht, um meine Beziehung zu mir selber, eben halt, wie gehe ich mit mir selber um, kann ich für mich gut einstehen und so weiter, oder um meinen Businessaufbau geht. Es bleibt das Gleiche. Und es wächst etwas Magisches, wo wir immer sagen, das sind die drei Säulen sozusagen auch der Inner Change Experience. Es wächst etwas Magisches, die drei wichtigen Säulen deines Lebens, die alles im Griff haben, wirklich alles im Griff haben, heilen, werden bestärkt, kräftigt, vergrößern sich, werden magischer, kann man wirklich sagen. Und diese Säulen sind Selbstsicherheit, das heißt, du gewinnst Selbstsicherheit in dir. Das heißt, du gewinnst Sicherheit zu dir selbst. Du brauchst nicht mehr, du bist nicht mehr abhängig von jemandem außen. Du sagst immer, oh, gib mir bitte Sicherheit, mein lieber Lebenspartner, gib mir Sicherheit. Ja. Bleib immer bei mir, versprech mir, du sorgst für mich und dies und jenes. Und das sind ja alles Dinge, wo wir eigentlich wie so ein bisschen am Tropf hängen. Ja. Und wehe, das Außen verändert sich, dann geht es uns nicht gut damit. Und Selbstsicherheit ist eben halt diese Sicherheit, die du in dir findest, wo du sagst, ja, hier bin ich. Mit dem, was mich ausmacht. Und dazu stehe ich. Und jetzt überlege mal, was wäre alles möglich, wenn diese Selbstsicherheit in dir wirklich fließen würde und wachsen würde und du unabhängig von dem Feedback, von der Reaktionswelt im Außen, dein Ding machst, also dich ins Leben bringst sozusagen. Und das ist doch auch genau das, was wir beruflich suchen. Also wenn man als Coach oder als Berater zum Beispiel die Menschen, die bei uns Ausbildung machen, unsere Coaching-Ausbildung machen, die wollen ihr eigenes Herzensgut ins Leben bringen und anderen Menschen dabei helfen. Die wollen dienen in der Form, die wollen unterstützen in der Form. Aber wie soll ich das, wenn ich selbst nicht auf einem sicheren Sockel setze? Ist fast nicht möglich. Ja. Und die zweite große Säule ist mindestens genauso wichtig, und das ist Selbstvertrauen. Schau, nur wenn du Selbstvertrauen hast, bist du unabhängig von den Entwicklungen von Prozessen beispielsweise. Es wird nie immer alles gut laufen. Also wir haben immer Schwankungen in allem. Es gibt immer irgendwelche Dinge, die schräg sind, die wir nicht durchschauen und so weiter. Und wenn wir da jedes Mal unsicher werden, wenn wir jedes Mal schwach werden, dann können wir gute Prozesse nicht wirklich stabil aufrechthalten. Weder einen guten Beziehungsprozess noch einen Businessprozess. Das heißt, Vertrauen. Stell dir nur mal vor,
du würdest permanent genau wissen, was du willst, weil du es über deinen Körper in der Stimmigkeit erfährst und du hättest direkt das Vertrauen, man kann sagen fast Urvertrauen, das gelingt. Was würdest du alles anpacken, wenn du genau wüsstest, es gelingt? Überleg dir das mal. Was packst du alles nicht an, weil du nicht das Vertrauen hast? Überleg das mal. Wie viel Lebensfreude, wie viel Leben geht da flöten, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen ist es uns so wichtig, in der Inner Change Experience diese Säulen in allen Bereichen in den Vordergrund zu stellen, weil es natürlich auch für einen Business-Erfolg das A und O ist. Wie fühle ich mich dann, wenn ich im Business das Vertrauen nicht habe, meine eigenen Dinge aufzubauen? Dann funktioniere ich vielleicht für mein Geschäft. Aber ich werde ja nicht mich selbst ins Geschäft. Das ist nicht mein Geschäft, sondern es funktioniert nach alten Mustern. Und dann, vielleicht kennst du es, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, ist es oftmals so, dass wir vielleicht gewisse Prozesse haben, die laufen ganz gut. Ja, das wünsche ich jedenfalls dir. Aber wir sind trotzdem abends irgendwie leer und unerfüllt. Es ist viel passiert, vielleicht hat man sogar viel Geld verdient, aber es ist fade, es ist leer. Und dann merken wir irgendwann mal, ja, aber das ist ja gar nicht das, was ich will. Also man ist so wie die Karriereleiter hochgerast und lehnt an einer Hauswand, an der man nie sein wollte. Und an der es auch leer und einsam und allein vielleicht ist. Mit vollgepackten Taschen. Ja, aber es bringt ja dann nichts, ne? Und kommen wir zur dritten Säule, auf die du unbedingt achten musst in deinem Leben und die du unbedingt wirklich lernen musst. Und es tut mir fast weh, darüber zu sprechen, weil ich weiß, dass wir da alle so einen großen Schaden haben. Und das ist Selbstwertgefühl. Die meisten Menschen von uns sind groß geworden mit Bewertungen, Abwertungen. Also wann immer wir als kleines Kind so sein wollten, wie wir einfach sind, haben wir Bewertungen bekommen. Wann immer wir etwas falsch gemacht haben, wurden wir abgewertet. In der Schule nachher natürlich ganz besonders. Also es ist im Grunde genommen immer in Frage gestellt worden, bist du so, wie du bist, richtig und wertvoll und gut? Und das Verrückte ist doch, wenn wir uns das fragen, dann fragen wir uns auch, dürfen wir dann das Glück annehmen? Dürfen wir dann die Fülle annehmen? Dürfen wir dann den Reichtum annehmen? Dürfen wir dann Wohlstand annehmen? Das ist immer so eine Frage, darf ich das denn überhaupt? Steht mir das zu, wenn ich doch so wertlos bin oder mich so klein fühle beispielsweise? Und um das aber zu lernen, um diese Fülle nehmen zu können, ich kenne viele Menschen, die verdienen kein Geld, die machen tolle Sachen, die haben ein tolles Produkt vielleicht, die haben eine tolle Dienstleistung, aber sie verdienen kein Geld, weil sie Strukturen in ihrem Unternehmen haben. Ist ja mit das Erste, was wir im Business Mentoring Menschen zeigen, wie man eine werteorientierte Businessstruktur errichtet. Eine werteorientierte Businessstruktur errichtet. Das ist ein kompletter Shift auch im Mindset, weil hier geht es nicht darum, irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden oder sowas anzubieten, jemandem, um etwas zu verändern, sondern es geht darum, sich zu überlegen, was ist denn der Entwicklungsprozess, der gewünscht ist und hier wertebasiert eben halt auch einen Preis zu finden und diesen auch zu nehmen. Und das ist ein ganz, ganz extrem wichtiger Punkt für den Businessbereich, aber auch für den privaten Bereich, weil in einer Beziehung, wenn du in einer Beziehung nicht wertebasiert unterwegs bist, dann wirst du wahrscheinlich dich selber niemals wirklich lieben können. Und dann wird es auch schwer in der Interaktion mit einem Partner, weil du im Grunde genommen von ihm die Liebe gar nicht richtig annehmen kannst und oftmals nicht richtig aussenden kannst, weil du ja Angst haben musst, dass das, was du rausgibst, verletzt wird und du dann nicht mehr, ich sag mal, diesen Mindestwert, den du für dich schon gefunden hast, der dich zusammenhält, dass du den dann vielleicht sogar noch verlierst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl trainieren. Das ist nichts, was du in Hülle und Fülle mitbekommen musst. Weißt du, ich bin groß geworden in Berlin, im Berliner Hinterhof. Und ich habe gespielt zwischen Mülltonnen im Dreck. Es war wirklich nichts da. Und wenn ich zu Hause war, dann haben meine Eltern sich bekriegt und bekämpft. Und ich habe mitbekommen, wie Missbrauch und Vergewaltigung dort war und Alkoholkonsum. Und ich habe eine Kindheit gehabt, wo ich wirklich sagen kann, ich habe nicht erfahren, was es heißt,
Sicherheit zu spüren. Ich habe nicht erfahren, was es heißt, vertrauen zu können. Ich habe tagsüber meinem Vater oder meiner Mutter ins Gesicht geguckt, Vertrauen gesucht, wie Kinder das tun, und abends wurde alles wieder vernichtet. Ich wusste, hier ist alles unberechenbar. Ich wusste, hier bist du nicht sicher. Oder sagen wir mal so, ich wusste es natürlich als Kind noch nicht, aber ich habe es gespürt. Und das waren meine Prägungen im Nervensystem. Ich habe so etwas wie Sicherheit und Vertrauen nie gelernt. Und ich musste mich auf den Weg machen, zu probieren, tatsächlich es nachzulernen, nachzunähren. Und ich glaube, viele Elemente unserer Inner Change Experience heute sind deshalb so kraftvoll, weil das ein langes Unterfangen bei mir war und ich echt nach Abkürzungen und Methoden gesucht habe, die wirklich funktionieren. Und ja, sie funktionieren. Heute habe ich diese Sicherheit, heute habe ich dieses Vertrauen. Nur es ist nicht mehr abhängig von irgendjemandem, das ist vielleicht mein individuelles Geschenk dadurch. Und deswegen ist es wichtig, das von Haus aus zu trainieren, dass wir sehr autonom Sicherheit in uns spüren können, sehr autonom Vertrauen in uns spüren können und darauf basierend ein gesundes Selbstwertgefühl errichten können, dass wir in der Lage sind, das Schöne des Lebens einfach nehmen zu können, weil wir den Glauben haben und das Wissen vom Herzen her, das steht mir zu. Es ist mein Geburtsrecht. Wenn du diese Elemente in dir entwickelt hast, steht dir im Grunde genommen nichts mehr im Weg. Weil wenn du dich sicher fühlst, wenn du vertraust und wenn du weißt, ich nehme die Ernte, dann bist du ein Schöpfer und kreierst im Grunde genommen für dich wunderschöne Dinge, die dich sehr erfüllen werden. Das ist es, was wir weitergeben wollen mit der Inner Change Experience. Ganz gleich, ob es dein eigener persönlicher Transformationsprozess ist oder, was sehr oft geschieht, aufbauend darauf eine Ausbildung als Coach, als Trainer, als Berater in diesem Bereich mit diesen Tools, mit diesen Möglichkeiten sogar zu arbeiten, wenn du keine eigenen mitbringst. Und das immer in Kombination mit einem wirklichen guten Marketing- und Businessaufbau, weil ohne den bringt das nichts. Es ist nur Trockentraining. Es ist immer deine persönliche Transformation natürlich, aber für den geschäftlichen Bereich, für den Businessbereich braucht es von vornherein den Kontakt auch mit dem Marketing und mit den gesamten Business-Strukturen. Das ist das, was wir tun und wo wir sehr viel Wert darauf legen. Und das ist etwas, was ich dir einfach mitgeben möchte, wenn du nicht mit uns zusammenarbeitest beispielsweise, sondern irgendwie andere Unterstützung suchst. Such dir bitte Unterstützung. Es ist alleine unfassbar schwer und es kostet so viel Zeit und Energie und dadurch auch Geld, ja, was man nicht erfolgreich aufbaut, hat ja auch seinen Preis. Also jeden Monat, wo du nicht das verdienst, was du verdienen könntest, kostet dich das Geld. Das vergessen immer viele Menschen. Und jeden Monat, wo du nicht das Glück in dir empfindest und die Erfüllung in dir empfindest, kostet auch etwas. Ja, es hat auch seinen Preis. Deswegen ist es wichtig, sich auf diesen Weg zu machen. Ich habe mir seit vielen Jahren immer gute Unterstützung gesucht. Das ist etwas sehr Nährendes, etwas sehr Wichtiges. Und ja, man lernt natürlich viel daraus und kann viel mehr Dinge umsetzen. Und das möchte ich dir auch empfehlen, das zu tun. Und zu schauen, dass du auch ein Umfeld hast, jetzt beispielsweise wie bei uns, unsere Community, wo unsere Klienten miteinander sind, wo man gemeinsam auf einer Reise ist, wo man gemeinsam in einem Boot ist, wo man sich gegenseitig stärkt, sich die Hände hält, sich Rückendeckung gibt, sich Kraft schenkt und so weiter. Weil wenn man das nicht hat, dann sind natürlich diese Stimmen im Kopf, die einen wieder abbringen, und auch die Gefühlswellen oftmals am Anfang ziemlich stark und man weiß nicht, was mache ich jetzt damit, und man versucht sich wieder automatisch davor zu schützen und dann schützt man sich automatisch vor dem, was man eigentlich aber tun möchte. So entstehen ja Vermeidungsstrategien. Deswegen entstehen oft große Durchbrüche erst in Gemeinschaften tatsächlich. Wir sind ein Herdensäugetier und das zu nutzen, effektiv zu nutzen, um in seinem Leben tatsächlich diesen Durchbruch zu schaffen. Ich meine, diesen Durchbruch für sich selbst einzustehen, für seine eigenen Wünsche, für seine eigenen Träume, diesen Durchbruch, etwas aus seinem Leben zu machen. Dieser Durchbruch, der erfahren wird, wenn vielleicht deine Enkelkinder auf deinem Schoß sitzen und fragen, hey, wie war dein Leben, was hast du draus gemacht? Und du könntest Bände erzählen sozusagen. Ja, du hast wirklich viel zu erzählen. Dieses Gefühl nimmt dir kein Mensch. Und es ist unbezahlbar. Und es ist vielleicht das, worum es im Leben in unserer Entwicklung geht. Nicht immer zu suchen nach dem Sinn des Lebens, sondern
dem Leben einen Sinn zu geben, und zwar den Sinn, den du deinem Leben geben möchtest, und dann auch dafür einzustehen, die Haltung in dir zu entwickeln, die Klarheit zu entwickeln, die Ausrichtung zu entwickeln, Kraft zu finden, Stabilität zu finden, um durchzugehen durch diese emotionalen Wellen, um dann danach wirklich die tiefgreifenden alten Muster loslassen zu können, die dich schon seit vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten begleiten, um das Fundament zu haben, der Mensch zu werden, der du gerne sein möchtest, um das Leben zu führen, was du gerne sein möchtest. Im Grunde genommen auf den Punkt gebracht, in einem Satz: möchte ich dir gönnen, mit unserer Hilfe gerne, weil das ist das Motto unserer Inner Change Experience. Ich möchte dir gönnen, dass du lernst, dem, was du bist, nicht mehr im Weg zu stehen. Dass du nicht mehr verhinderst, du selbst zu sein. Weil es gibt nichts Wunderbares als dich. Und wenn du das ins Leben bringst, wirst du das selber auch fühlen. Und dann brauchen wir nicht mehr über theoretische Selbstliebe nachdenken und theoretische Dinge nachdenken, sondern dann weißt du, wovon ich jetzt hier gerade spreche, weil du begeistert bist von dem, was aus dir geworden ist, was du herausentwickelt hast und was in dir steckt. Und da gibt es meiner Erfahrung nach eigentlich fast kein Limit. Das wird immer mehr, wenn diese Tür erstmal auf ist. Also gönn dir diesen Schritt durch diese Pforte, gönn dir die Möglichkeit, dein Leben zu einem besonderen Leben zu machen. Wenn wir dir dabei helfen dürfen mit unserer 30-jährigen Erfahrung, dann machen wir das wahnsinnig gerne. Einfach eine E-Mail an uns oder einfach bei uns bewerben, wie auch immer, für ein Beratungsgespräch. Ich spreche mit dir sehr gerne darüber. Besuch gerne unser Webinar, unsere Events, die wir haben, die dich wirklich weiterbringen in diesem Bereich. Du findest mit Sicherheit irgendwie oben links, rechts, unten neben dem Video entsprechende Links. Ich freue mich auf dich. Und eins vielleicht zum Abschluss nochmal, weil es mir wirklich am Herzen liegt. Ich habe gelernt im Leben, und ich bin nicht so gestartet und bin nicht davon ausgegangen. Ich habe gelernt, dass ich wirklich ein wichtiger Teil bin in diesem Leben für viele Menschen. Und das bist du auch, auch wenn du das dir für den Moment nicht vorstellen kannst. Du bist das. Werde für dich mal der beste Coach, der beste Berater, der du in deinem Leben sein kannst. Und du wirst merken, sehr viele Menschen werden diese Hilfe brauchen. Nicht nur vielleicht deine Kinder oder dein Umfeld, sondern auch andere Menschen, die gerne zu dir kommen, die Fragen stellen, die gerne deine Hilfe annehmen. Und du wirst merken, was für eine Bereicherung ist es, dieses Licht, das man in einen selbst gezündet hat, an andere weiterzugeben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Bis bald.